Und in dieser Video erkläre ich ganz genau, wie Patreon funktioniert, wie man sich da anmelden kann und was der ganze Grund der Sache ist. Ich erkläre mal, was ein Patron ist. Patron ist ein englisches Wort für jemand, der oder die ein Artist, das kann alles möglich sein, es kann Musikant sein, es geht ganz weit zurück, ein paar hundert Jahre her schon, ich glaube, seit Menschen irgendwie Artisten sein können und malen oder schöne Statuen machen oder Musikanten sind, gibt es immer Leute, die sagen, hey, ich möchte, dass du das machst und keine andere Job brauchst und ich unterstütze dich. Ich kann dafür sorgen, dass du essen kannst und in ein Haus leben kannst und ein bisschen Geld verdienen kannst und ich bezahle dich. Oder ich suche noch einige andere Leute, die mitbezahlen, weil wir einfach deine Arbeit lieben, was du machst, deine künstlichen Darstellungen. Daarom gibt es Patreon en online heet het patreon.com. Also, ik öffne jetzt www.patreon.com. Creators, come get paid. Dat bedeutet, Darsteller, ihr werdet jetzt bezahlt. Want hier is wat is Patreon en start my page. Wenn ich hier nach oben, rechts oben geht, steht search. Zoeken. Und ich tippe daar Rapalje. Dan vinden ze daar Rapalje Celtic Folk Music. Alles wieder auf Englisch, das tut mir leid. Wir können aber schauen, ob wir auch eine deutsche Abteilung Patreon machen können, wo wir miteinander Deutsch reden und vielleicht miteinander online sein können und einen Livestream, Patreon-only Livestream machen können auf Deutsch, wenn es genügend beieinander gibt. Und ihr seht, wir haben 22 Patrons. Das Witzige ist, ich bin gerade einer davon geworden, weil ich auf Englisch erklärt habe und habe ich gerade auch mitgemacht, wie einfach es ist anzumelden. Also ein von den Patrons bin ich selber. Wir kriegen $110 pro Monat. Auf Facebook kannst du sharen, tweeten. Und das ist Goals. Und Goals sind ein Ziel, was wir jetzt gerade versuchen zu erreichen, ist, wenn wir $200 pro Monat verdienen, kunnen we meer muziekvideo's, speciale concerten, of bijzondere locations. Met misschien een 360 graden camera en een goede microfoon erbij. En nieuwe home video's, waar we weer wieder zeigen, wer we zijn, wat we maken. Wie deze video's die man ook bekommen kan, wenn man zich aanmeldt voor den newsletter. Ja, dan kan man nog weiter klikken hier naar rechts. Dan kan man nog zien wat de nächste goal is. Dat is bijvoorbeeld alle equipment in mijn studio. Wordt dan benutzt voor alles mogelijke wat je wilt. Deze motorische computer heeft meer voor bessere schnitten. Eigenlijk is dat om op YouTube goede video's te krijgen. Die we weer omzonst voor alle vrijgeven. Rechts steeds tiers. Und Tier ist eine Belohnung. Was bekommt man dafür, wenn man ab $1 pro Monat bezahlt für die Videos, die wir machen? Hinter jedem Video, die wir produzieren, haben wir am Ende ein Abspange, heißt es glaube ich auf Deutsch, wo dein Name dann gezeigt wird als Dankeschön, dass du ab $1 bezahlst. Du kannst auch $2 bezahlen, dann kommt bei jeder Produktion von CDs, wird dein Name auf den CD mitgedrückt. Und da gibt es noch freie Downloads von Musik. Gibt es hier einen roten Knopf? Hier. Become a Patron. Werde ein Patron. Da klick mal drauf. Und du kannst hier schon mal sagen, was möchte ich spendieren. Du kannst ein bisschen herunterscrollen. Da kriegst du die Belohnung, die dazu geschrieben sind. Aber ganz unten kann man sagen, hey, ich möchte anonym sein. Ich möchte nicht, dass irgendjemand weiß, dass ich jetzt eine Belohnung kriege. Da steht jetzt $5. Das kann man auch ändern. Da kann man auch $1 von machen. Oder kann man auch $50 von machen. $50 pro Monat. Continue. Nou, dann kann man sich über E-Mail anmelden, zum Beispiel. Bei Sign-up muss man einen Namen eintippen. Das kann dein Vorname sein, Rückname. Wenn du deinen Namen auf ein CD oder einen Titel haben möchtest, den Namen tippst du ein. Das kannst du nennen, was du möchtest. Dann E-Mail, zweimal ein Passwort ausdenken, Sign-up. Jetzt sind wir bei Complete Your Monthly Payment. Also pro Monat zahle ich $50. Steht hier rechts. Dann kann man entweder mit PayPal oder mit Creditcard kann man bezahlen und wenn man dann auf PayPal drückt, dann kriegt man dann einen Code von der eigenen PayPal oder Creditcard und dann geht's weiter. Und dann gibt es noch kleine Überraschung und kleine Belohnung noch für mich zu sehen.
Hey, ik schalte het weg van Duits. Ik ging nog maar eenmaal buiten over Nederlands. Dus voor Nederlanders, 1 minuut ben ik er weer. Okay.